Das allererste Video auf diesem Kanal war über Running Sushi. Das ist jetzt mittlerweile über 2 Jahre her und damals war ich noch unglaublich aufgeregt und unsicher und wenn ich mir dieses Video jetzt anschaue, bin ich so ein bisschen so cringe. Aber egal, warum habe ich damals Running Sushi als Thema gewählt? Weil Sushi klasse ist und natürlich eines von den Dingen, die alle Leute mit Japan in Verbindung bringen. Deswegen auch das heutige Video mal wieder über Sushi und zwar über Sushi-Restaurants. Ich habe einige Sushi-Restaurants für euch rausgesucht, von günstig, Mittelklasse bis sehr, sehr teuer, weil ich glaube, alle unter euch möchten irgendwann mal, wenn sie nach Japan reisen, lecker Sushi essen gehen. Außerdem am Ende des Videos habe ich ein paar Verhaltensweisen, die ihr beachten solltet, wenn ihr Sushi esst. Wenn ihr also vorhabt, in Japan Sushi zu essen, dann schaut euch dieses Video auf jeden Fall bis zum Schluss an. Zunächst mal, ich bin der Meinung, es gibt keine richtige Art, Sushi zu essen. Das heißt, ganz egal, ob ihr ein sehr, sehr günstiges Running-Sushi-Restaurant aussucht oder ein unglaublich teures Luxus-Sushi, beides ist eine sehr, sehr unterschiedliche Erfahrung, aber beides ist sehr, sehr gut. Außerdem ist es auch so, dass selbst die Sushi-Boxen, die in irgendwelchen Take-out-Restaurants verkauft werden, in Convenience-Stores oder Supermärkten, im Normalfall wirklich um Welten besser sind als alles, was ihr jemals irgendwie in Deutschland an Sushi zu essen kriegt. Deswegen probiert alles aus. Das Sushi hier in Japan ist einfach exzellent, erstklassig. Und wenn ihr mal in Japan Sushi gegessen habt, wie gesagt, ganz egal auf welcher Ebene, werdet ihr nach Deutschland zurückgehen und feststellen, dass das Sushi einfach nicht gut ist. So, was sind denn die günstigen Sushi-Restaurants, die ihr auf jeden Fall probieren solltet? Meine Top 5 sind Sushiro. Das ist so ziemlich die allerbekannteste Kette an Running-Sushi-Restaurants. Dann Hamasushi. Auch das war ich vor kurzem mit meinem Mann zum ersten Mal in Ewigkeiten. War sehr, 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 sehr gut. Außerdem Kappa-Sushi. In Kappa Sushi, da war ich, als ich noch Studentin war in Osaka, das war so das Running Sushi Restaurant, was am allernächsten an meinem Zuhause dran war, da war ich sehr oft essen. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist Kuda Sushi. Da war ich jetzt vor kurzem 2 Mal, einmal um ein Video zu filmen, einmal so und das tut's nicht so wirklich für mich. Es ist sehr, sehr günstig, aber der Geschmack ist leider deswegen. Also sucht euch die anderen aus, Sushido, Hamasushi, Kappa Sushi. Und mein absolutes Lieblings-Running-Sushi-Restaurant heißt Nigiri no Tokubei. Das war das, wo ich im Video hingegangen bin. Das ist allerdings etwas, das findet man nur hier so in der Region um Nagoya rundherum. Wie findet ihr am besten ein Running-Sushi-Restaurant? Ganz einfach Google Maps öffnen, Running-Sushi eingeben oder Sushiro oder was auch immer, Hamasushi, eingeben und dann zeigt es euch die Locations an, die bei euch in der Nähe sind, wo ihr euch gerade aufhaltet. Ganz egal, wo in Japan ihr seid, diese Running-Sushi-Restaurants werdet ihr überall ohne Probleme finden. Mittelklasse-Sushi-Restaurants könnt ihr auch am einfachsten finden, indem ihr bei Google sucht. Und die meisten Mittelklasse-Sushi-Restaurants sind privat geführte, kleine Restaurants, also wirklich so ein Ehepaar. Mittags gibt es ein Sushi-Set. Meistens kann man sich dabei aussuchen, ob man günstig, mittel oder etwas teurer möchte. Und der Sushi-Chef, der sucht sich dann aus, was genau er an dem heutigen Tag an Fisch da hat und macht euch da die Sushis fertig. Die kommen dann normalerweise in der Box an oder auf einer Platte oder sonst was, alles auf einmal. Und es ist eigentlich relativ preisgünstig. Am besten, wenn ihr sowas probieren möchtet, empfehle ich euch den Tsukiji Fischmarkt zum Beispiel in Tokio. Der neue Fischmarkt, Toyosu, ist unglaublich überteuert. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die 2 Restaurants, die ich in Tsukiji empfehlen kann, ist einmal Sushi Tomi. Da war ich, um ein Video zu filmen für den japanischen LT-Vlog-Kanal und das war wirklich ultra lecker. Und ein weiteres Restaurant, das ist nochmal ein bisschen teurer, das ist Tsukiji Aosoda Sandaime. So heißt das Restaurant. Das kommt auch aus Tsukiji. Ich habe das allerdings hier in Nagoya probiert. Hier gibt es nämlich ein Outlet von diesem Restaurant und mein Gott, das war das beste Sushi, was ich je gegessen habe, glaube ich. Also Preis-Leistungs-Verhältnismäßig, das war unglaublich gut. Es waren so ungefähr 60 Euro pro Person
aber so richtig gut. Da kam das Sushi auch eins nach dem anderen an, aber es ist trotzdem noch nicht auf der Ebene, wo wir gleich hingehen, nämlich die Ultra-Luxus-Sushi-Restaurants, wo man dann 100, 200, 300 Euro für so einen Abend Sushi-Essen ausgeben kann. Das sind die Restaurants, die unglaublich schwierig sind, eine Reservierung zu kriegen, wo man nur am Counter sitzt und wo man dann Omakase hat. Also das Menü ist quasi vom Koch vorgegeben und man kriegt einen so ein Sushi nach dem anderen serviert und also es ist alles perfekt zubereitet etc. Ich habe so eine Erfahrung nur ein einziges Mal in meinem Leben gehabt und zwar hier in Nagoya in einem Sushi-Restaurant, das mir und meinem Mann empfohlen wurde. Wir haben dort auch nicht gefilmt, wir sind dort wirklich nur hingegangen, privat um Essen zu gehen und ich muss sagen, es war sehr, sehr teuer, es war auch von der Atmosphäre her ganz, ganz toll, aber geschmacklich weiß ich nicht. Ich glaube, es waren so die ganz, ganz tollen, besonderen, teuren Sachen, die mir nicht unbedingt zugesagt haben. Und das war ein bisschen schade. Deswegen, also eigentlich bin ich der Meinung, die ganz, 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 ganz teuren Sushi-Restaurants müssen es nicht mal unbedingt sein, sondern vielleicht so ein Tsukiji Aosoda Sandaime Restaurant ist genau der Sweet Spot für eine unglaublich unvergessliche Sushi-Erfahrung. Und wie solltet ihr euch jetzt verhalten, wenn ihr Sushi essen geht? Natürlich sind die Verhaltensweisen für ein Running-Sushi-Restaurant was ganz was anderes als für ein unglaublich tolles Luxus-Sushi-Restaurant. Aber im Allgemeinen ist es so, dass ihr Sushi eigentlich am besten in den Städten esst, die am Meer liegen. Das heißt, Kyoto ist nicht unbedingt der Ort, an dem ihr Sushi essen solltet. Osaka und Tokio, auch Nagoya, sind super gute Städte, um richtig guten, frischen Fisch zu kriegen und dort leckeres Sushi zu essen. Das nächste, Sushi kann man mit Stäbchen essen, muss man aber nicht. Ihr könnt eure Sushi, ganz normal mit der Hand essen und das ist ganz viel einfacher, als das mit einem Stäbchen zu machen. Sushi dippt man in Sojasauce, aber bitte, bitte, bitte ertränkt eure Sushi nicht in eurer Sojasauce. Ein klitzekleines bisschen Sojasauce in den Teller und dann, wenn ihr den Fisch mit der Hand genommen habt, umgedreht mit der Fischseite in die Sojasauce tunken und dann in einem Bissen essen. Nicht abbeißen. Das macht man bei Sushi nicht. Und der Ingwer ist dafür da, um sich zwischen den einzelnen Sushis den Gaumen zu reinigen. Also wieder quasi auf Null zurückzusetzen und dann den nächsten Sushi zu probieren und den ganzen Geschmack so richtig Explosion, ultra toll, mega geil, deswegen macht das bitte. Die richtige Menge Wasabi ist vorgegeben, deswegen macht der Sushi-Meister, der euer Sushi macht, schon die richtige Menge Wasabi zwischen Fisch und Reis und ihr solltet eigentlich keinen extra Wasabi hernehmen, sondern so wie der Koch halt sagt, das ist die richtige Menge Wasabi, ist angeblich die richtige Menge Wasabi. Was ihr auch beachten solltet, insbesondere wenn ihr in ein teures Sushi-Restaurant geht, ist, extra Wünsche und Änderungswünsche sind nicht wirklich gern gesehen. Das gilt nämlich insbesondere in diesen hochklassigen Restaurants als respektlos und Beleidigung gegen den Sushi-Meister. Deswegen nehmt, was ihr vorgesetzt kriegt und esst das glücklich und mit einem Lächeln und dankt auf jeden Fall auch dem Koch am Ende eures Mahls. Manchmal ist es allerdings so, dass man bei solchen Omakase-Geschichten, wo man also einfach ein Menü kriegt, ohne dass man es bestellt, sagen kann, was für Dinge man nicht mag. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, wenn man noch nie Sushi essen war, was man nicht mag und was man möchte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber keine Garnelen mögt, dann könnt ihr das am Anfang sagen. Oder für mich sind es diese säuerlich eingelegten silbernen Fische unterschiedlicher Art, die ich einfach gar nicht mag. Da sage ich das am Anfang und dann kriege ich, wenn sowas kommen würde, eine Alternative dafür. Das ist okay, aber ihr könnt jetzt nicht hier 10 Sachen sagen, die ihr alle nicht mögt, weil dann wird der Koch, glaube ich, etwas pissig. Ja, das war meine kurze Zusammenfassung über Sushi-Restaurants in Japan. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, wenn ihr noch irgendwas spezifisch wissen möchtet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem ein Like geben würdet. Und auch, wenn ihr den Japan-Hautnah-Kanal abonniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wird euch eines dieser beiden Essensvideos hier auch gefallen. Deswegen schaut euch eins davon auf jeden Fall als nächstes an. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!